Bevor wir mit dem Video beginnen, ich grüße Yusuf. Los geht's. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem neuen Video, auf meinem Kanal, Freunde. Heute, Leute, werde ich euch, heute werde ich auf jeden Fall auf eure Beichten und Witze reagieren, denn Leute, ich habe ein YouTube-Video hochgeladen, wo ich euch gefragt habe, ob ihr irgendwelche Witze oder Beichten in den Kommentaren schreiben könnt, und das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Danke auf jeden Fall an jeden, der da mitgemacht hat. Und auf jeden Fall, Leute, heute werden wir, wie gesagt, auf eure Beichten und Witze reagieren, und ich würde mal sagen, wir starten mal einfach direkt. Und auf jeden Fall, Leute, ich werde vielleicht wieder mal, also ich werde manchmal jetzt auch so ein Format machen oder so. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, Leute, wir starten dann einfach mal direkt. Und auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, let's go. Auf jeden Fall, BBK Hot Crow hat auch was. Wir fangen mal mit BBK Hot Crow an. Und zwar, er schreibt: Ich, männlich, 14, weiche, dass ich immer von John gelobt werde. Meinst du gemobbt oder gelobt? Auf jeden Fall, wenn du gelobt meinst, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, danke für deine Beichte, ne? Die war sehr nützlich. Habe heimlich schon mal mit dem Bruder PSN-Karte geklaut. Bruder, welcher Mensch klaut eine PSN-Karte von seinem Bruder? Ich kann mir schon vorstellen, was danach passiert ist. FBI, ja, auf jeden Fall, ich glaube, das wisst ihr alle auf jeden Fall. Beichte: Meine Mutter wollte einkaufen gehen, sie konnte nicht schreien, warum, weil sie zu dick war. What? Als ob, Digga. Junge, du hast damit einfach deine eigene Mutter beleidigt. Oh, okay, auf jeden Fall. Aber trotzdem, nice, auf jeden Fall. Krass. Okay, Yusuf hat auf jeden Fall auch was geschrien. Warum spielen Araber kein Schach? Weil sie die Dame nur einmal schlagen können. Warte, was? Was ist braun und im Knast? Eine Knastanie. Meinst du Kastanie oder Knastanie? Hä? What the f- Was ist, wenn man bei Ikea klaut? Man wird vermöbelt. Jetzt check ich. Jo, cool. Wolke 10. Okay, reicht jetzt. Okay, ab. Los geht's auf jeden Fall zur nächsten Beichte. Besser gesagt, Witz. Witz: Treffen sich zwei Leichen im Gras. Fragt die Leiche: Wie bist du eigentlich gestorben? Sagt die andere Leiche: Ich saß unter einem Baum und Bekloppter ist auf mich gesprungen. Und wie bist du gestorben? Ich saß auf einem Baum, bin gesprungen. Und ein Bekloppter saß unten. Verstanden? Ehrlich gesagt, nein. Ab zum nächsten Beispiel. Ein guter Witz. Ich. Okay, war ich jetzt. Auf jeden Fall, der war sehr witzig. Hab keinen, deswegen schaut einfach John Streams und Videos, damit er auch mal Fame wird. Ja, Leute. Apropos Fame. Leute, wir uns fehlen nur noch 28 Abos. Auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall gerne mal die 28 Abos voll, Leute. Dann haben wir einfach schon die 1000 Abonnenten geklappt. Es ist mega, mega krass auf jeden Fall. Ab zur nächsten Beispiel. John Gaming ist cool. John hat seinen Discord-Server, die Gärtner. Okay, der war wild, würde ich mal sagen. Okay, Sean JR Fanpage schreibt: Ich, männlich, 11, beichte, dass ich Döner mit Messer und Gabel esse. Was? Das ist doch eklig. Okay, Spaß. Es ist jeden seine Entscheidung, wie man isst oder wie auch immer. Aber ich würde nicht Döner mit Messer und Gabel essen. Das ist, ich meine, es ist doch komisch. Ey, Bruder, hast du Messer und Gabel? Hä, warum denn? Ja, ich will Döner essen. Hä, wie willst du mit Messer und Gabel Döner essen? Ja, einfach so. Okay. Beichte, dass ich im Klassenschulbus Döner gegessen habe und der Busfahrer mich rausgeschmissen hat. Was? Als ob, Digga. Wegen ein Döner. Krass, okay. Beichte, meine Mutter wollte mich Pantoffel abwerfen, hab Smart TV kaputt gemacht. Oha, okay, das ist zu wild hier. Okay, auf jeden Fall, jetzt kommen wir zu Chris Brothers. Ich habe mein Brot angerufen, es war belegt. Boah, sowas ist sauchillig, aber wirklich. Chillig. Das glaube ich jetzt jeder macht. Chillig. Okay. Spider-Man wollte mich anrufen, aber er hatte kein Netz. Ah, versteht ihr es, Leute? Ich verstehe es. Okay, ja, da war eigentlich witzig. Okay, Beispiel: Habe mal, bevor der Unterricht geendet hat, richtig laut gerübst und vor allem dumm angeguckt auf von der Lehrerin. Okay, auf jeden Fall. Warum machst du sowas? Warum? Chris, benimm dich doch halt. Ich, männlich, 11, weißt du, dass ich dich nicht abonniert habe. Warte, was? Okay, ja, ich deabonniere dich auch mal kurz hier. Ja, ich habe dich deabonniert. Ja, danke schön. Bitte.
Weißt du, ich hab dich schon öfter in Streams gesniped in Testspiel. Mit zwei Accounts. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie ihre Packungsbeilage und sagen ihrem Arzt, er wäre Apotheker. Ach so, kennt ihr diese eine Werbung, diese Apothekerwerbung, die ist mega alt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie die Packungsbeilage und lesen sie ihren Arzt oder Apotheker. Glaube ich, aber auf jeden Fall krass. Okay, jetzt haben wir eine Nachricht von meinem YouTube-Partner Legion Brawlstars bekommen, auf jeden Fall. Er schreibt, pass auf, der ist rassistisch, hoffentlich verstehst du schwarz und blau. Witz, du stinkst. Digga, wie willst du gerade flexen? Ich hab vorhin geduscht. Hier, wenn man Cola und Bier trinkt, man kollabriert. Boah, wer macht das nicht? Cola und Bier trinken. Cool. Auf jeden Fall aber trotzdem. Nice, nice, nice. Okay. Oh lol, die haben noch gewonnen. Ich habe zweimal denselben Mädchen das Herz gebrochen. Oh, das tut weh, das tut weh. Ich weiß, was 5 plus 5 ist, aber ich weiß es nicht, weil es... Nicht weiß, aber ich weiß was. Treffen sich zwei Blinde, lange nicht gesehen. Wenn man viel Alkohol trinkt, ist man Alkoholiker. Ist man auch dann auch fantastisch, wenn man viel Fanta trinkt? Okay. Stehen zwei Kühe auf der Wiese, da sagt ein Mut, dann sagt die andere, das wollte ich auch gerade sagen. Welches Tier sitzt auf einem Baum und schreit, aha, ein Uhu mit Sprachfehler. Sprachenlernen, Bubble. Sag ich einfach nur was. Ich habe mein Handy aus dem Fenster geworfen und das wäre fast in meine Schwester gefallen, aber sie hat es nicht gemerkt. Oha, krass. Warum ist ein Blondia Leiter zum Saturn, weil die Preise zu hoch sind? Ey, Leute, ich muss euch eine Story erzählen. Und zwar, ich war einmal in Saturn, ich wollte so ein MacBook ausprobieren, wie jeder andere Mensch auf der Welt. Ich wollte so einfach ganz gechillt ein MacBook ausprobieren, da kommt ein Mitarbeiter, der schreibt mich an, der so, ey, du darfst es nicht anfassen. Ich dachte mir nur einfach so, hä, was, ey, Junge, vorhin hat doch eine andere Frau oder wie auch immer so ein anderes Kind durfte das anfassen, aber ich nicht. Dann bin ich einfach direkt rausgegangen, ich war so sauer auf den, ich hab den nie wieder gesehen, Gott sei Dank. Weil Leute, Saturn kann manchmal ehrenlos sein, aber eigentlich sind die öfter nett, aber ein Mitarbeiter davon Saturn. Den ich kenne. Der. Meine Mutter hat mein Handy aus dem Fenster geworfen. Gott sei Dank hatte es Flugmodus. Ja, okay. Dazu sage ich ehrlich gesagt mal gar nichts. Auf jeden Fall. Ja, das war's eigentlich mit all diesen ganzen Witzen und Beichten. Auf jeden Fall. Leute, ich muss sagen, ihr habt echt Talent. Ich muss ehrlich sagen, ihr habt schon Talent, Leute. Auf jeden Fall. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert nicht vergessen. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns aber im nächsten Video. Leute, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn die Kommentare hoffentlich nicht deaktiviert werden von YouTube. Auf jeden Fall. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mehr so welche Beichten-Videos oder Witzen-Videos wollt. Auf jeden Fall, ich hab Bock. Ihr könnt es doch mal gerne in die Kommentare schreiben. Es würde mich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, das war's mit dem Video. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Ciao, ciao.